Grüßt euch! Ja, Mai? Ja, wo sind denn Sie? Ja, ich bin der Sepp. Ich komm grad vom Heisel. Und wenn's jetzt nicht gleich das Spul startet, dann mach ich aus dir einen Strudel. Dann machst du aus mir einen Strudel? Ja, einen Apfelstrudel. Ja, so richtig mit Vanillesauce und, mit Gemüse. Mit einem Paradise, einen guten. An Radi. Okay, hi, grüßt euch. Oh mein Gott. Ja. Wir machen jetzt heute mal wieder ein Simon 2. So viel Penis. Was? Was? Sorry. Zu viel Jack Attack, glaube ich. Ich bin an der Eisenbahn. Ich kann nicht mehr reden. Ja. Zu viel You Don't Know Jack hier. Gut. Wir machen aber jetzt erstmal Simon der Zauberer. Ein einsames Bauernhaus in einer anderen Welt. Laut. Vor einigen Monaten. Ein kleines ab. 5 war's. Ich kann mir das nie merken. So. Und wir laden und ich glaube, wir waren hier. Ich glaube, hier machen wir weiter. Bei hier weiter? Genau. Ich habe nämlich die königliche Robbe schon gehabt. Ach ja, ich erinnere mich. Habe aber noch das. Ich muss noch woanders hin. Das weiß ich noch. Genau. Weil für viele, die nicht mehr genau wissen werden, was wir genau gerade machen, wir müssen immer noch das Bett voll suchen, um unseren radioaktiv betriebenen Kleiderschrank. Um uns mit dem wieder zurück in unsere Zeit zu bringen, brauchen wir eben dieses Bett voll. Das liegt in der Schatzkammer des Königs. Wir sind mittlerweile auch schon Hofzauberer des Königs. Und hier ist auch dein bester Freund. Ich fäng gleich an. Jetzt? Nein. Oh. Jedenfalls müssen wir irgendwie in die Schatzkammer kommen. Damit wir in die Schatzkammer allerdings kommen, müssen wir erst einmal das Baby ruhig stellen. Ja? Und damit wir das Baby ruhig stellen können, brauchen wir ein paar andere Sachen. Baseballschläger. Ja? Letztendlich müssen wir dieses Schwert von König Artus oder was es auch immer ist auf dieser Insel klauen. Können das aber momentan nicht klauen, weil die Amazonin den See bewacht. Ne? Willst du das wohl mit dem Schwert erstechen? Du erinnerst dich. Nein, um Gottes Willen. Dann stellst du es auch ruhig. Folgendes. Wir müssen nämlich dieses Schwert holen, kommen aber nicht über den Fluss, weil wir nicht von adliger Abstammung sind. Aufpassen. Ist er schon wieder da? Nee, ich wollte es bloß mal zeigen. Da steht, bin zurück nach der Mittagspause. Ach so. Ja, die Uhr. Genau, richtig. Wir wissen ja, der ist gerade im Max Sumpfling und hat dort seine Mittagspause. Er möchte aber die Mittagspause nicht beenden, solange noch nicht 2 Uhr ist. Aber die Uhr ist stehen geblieben. Also, was machen wir? Wir ziehen nochmal das Sumpfling Kostüm an. Und wieder einmal ruft die Pflicht für... Sumpfman! Alles klar, Bill. So, wir haben nämlich der Kinderwiege das Zahnrad weggenommen. Und deswegen verwenden wir jetzt das Zahnrad ganz einfach mit der Uhr. Haha. Ergibt Sinn, ja. Und schon ist prompt 2 Uhr. So. Letztendlich bedeutet es, wir können uns tätowieren lassen, was uns aber momentan noch nichts bringt. Aber ich zeig's trotzdem, damit der Sinn meiner Aktionen überhaupt gegeben ist. So. Gehen wir da mal rein. Wichtig ist da drin im Hintergrund das Plakat. Free Tattoo. Richtig. Da steht, kostenlose Tätowierung für unseren 1000. Kunden. Kann ich Ihnen helfen? Ich möchte eine Tätowierung. Ich möchte keine Tätowierung. Ich möchte vielleicht eine Tätowierung. Ich möchte vielleicht eine Tätowierung. Dann sollten Sie erst noch einmal darüber nachdenken. Ich will auch Kann eine. Kann ich ein Prospekt mitnehmen? Bedienen Sie sich. Noch eine. Denken Sie daran, ein Tattoo hält fürs ganze Leben und nicht nur für ein Adventure. Danke für den netten Hinweis. Ich weiß nicht. So, aber wir gehen jetzt trotzdem noch mal rein. Sie haben sich sicher für eine Tätowierung entschieden, oder? Klar habe ich. Setzen Sie sich bitte. So, und was wollen wir uns tätowieren lassen? Was für ein Tattoo möchten Sie? Was gibt's denn so? Keinen blassen Schimmer. Welche Möglichkeiten gibt's denn? Ich kann Ihnen einen Regenwurm anbieten, ein Mammutliebling, einen falschen Hasen,
Ach ja, und eine juwelenbesetzte Krone mit zwei gekreuzten Schwertern. Ja, dann nehme ich wohl das hier. Gibt Sinn, ja. Da könnte man ja fast meinen, ich bin von adliger Abstammung, wenn ja. Ich sowas hätte. Wie wär's mit der juwelenbesetzten Krone und den gekreuzten Schwertern? Kein Problem, das macht 400 D-Mark. Wie viel? Das ist nicht wenig, ich weiß, aber die Geschäfte gehen schlecht. Das wundert mich nicht. Ich komme wieder, wenn ich mein Haus versetzt habe. So. 400 Mark. Richtig, aber nicht vergessen, da war ein schönes Plakat im Hintergrund. Der tausendste Kunde bekommt ein Tattoo umsonst. Richtig. Also müssen wir schauen, dass wir jetzt so viele Kunden da reinbekommen, dass wir der tausendste sind. Gut. So. Und kannst du dich noch hier, Mick Sumpfling, an das Weichei, das wir so fertig gemacht haben, erinnern? Ja. Der möchte ja ein bisschen härter aussehen. Mhm. Ja. Und wir haben hier so einen schönen Werbezettel. Ein Werbezettel des Tätowierladens. Ich kann mich auch noch da an was erinnern. Um 18.08 Uhr. Verbessern Sie Ihre jämmerliche Erscheinung. Laufen Sie nicht länger wie ein Waschlappen durchs Leben. Gönnen Sie sich eine Tätowierung. Noch heute. Hm? Haben wir's? Jetzt habe ich's vergessen. Kannst du dich noch was erinnern? Jetzt habe ich's vergessen. Egal. Gib mir einfach die Shisha. Also geben wir jetzt einfach mal dieses schöne Werbezettlein an den Anorak-Typ. Tu dir selbst einen Gefallen, Weichei, und wirf einen Blick hierauf. Sehr nett. Oh, der Tabak ist gut. Mhm. Glaubst du wirklich, eine Tätowierung würde mich männlicher machen? Nun, sieh es mal so. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Ich gehe los, sobald ich meinen Shake fertig habe. Aber wetten wir sind trotzdem schneller wie er. So, Dille. Ich finde es lustig, wie denn seine Nase immer wackelt. So, Tätowierladen. Wow, was für ein Hutei. Das macht ihn so viel härter. So, gehen wir doch mal rein. Hey, Kleiner. Ja? Heute ist Ihr Glückstag. Sie sind der 1000. Kunde. Was für eine Überraschung. Das bedeutet, dass Sie auf Wunsch eine kostenlose Tätowierung bekommen. Setzen Sie sich bitte. Welchen Entwurf möchten Sie? Haha! Falschen Hasen. Wie wär's mit der juwelenbesetzten Krone und den gekreuzten Schwertern? Kein Problem. Rollen Sie nur Ihren Ärmel hoch. Hab ich schon. Au! Mit was macht denn der das mit einem Presslufthammer? Dass das wehtut? So wehtun Tattoos doch gar nicht. Eigentlich Sie gar haben nicht. Ein 24-Stunden-Rückgaberecht. Wenn es Ihnen nicht gefallen sollte, können Sie es innerhalb eines Tages umtauschen. Ich fühle mich jetzt wie ein echter Mann. Was? Ja, vielleicht ätzt das raus und... Ja, mit Säure. So, gut. Das bedeutet, wir haben das jetzt. Und können nun im Sumpf zu dieser extrem heißen, schlanken Taucherin da gehen. Ich habe hier die königliche Robbe. Gilt das auch? Oh, nun ja, ausnahmsweise. Besser, du stopfst den Anzug mit ein paar Socken aus. Du kannst dann sofort anfangen. Weißt du, was du zu tun hast? Immer rein ins kühle Nass, schätze ich. Du hast bald die Schnauze voll davon, glaub mir. Ich frage mich, wie sie sich da reingezwängt hat. Oh, sexy. Oh, ich meine Hose platzt diese gleich. hallo? Nein, reden kann ich damit nicht. Grüß Gott. Der hier anglitzt, das hat mich gerade ein bisschen durcheinander gebracht. Ich will schon mit Pressluftflaschen reden. So, dann zieh mir das doch mal. Ne, ich kann das nicht anziehen, oder? Ich stehe nicht auf Gummiklamotten. Hätte ich ein Boot gebraucht oder sowas? Ich will schon wieder reden. Dieses Outfit ist schon schlimm genug. Ach Quatsch, ich bin ja ein Gradler. Verwende Schlauchboot mit Pressluftflasche. Ja, okay. Ich sag nix. Ich habe mir gerade überlegt, ist das wirklich Pressluft? Ich meine,
Keine Ahnung. Bei Tauchern Pressluft? Weiß ich nicht. Ist das so ein Ventil, dass das dann... Da fragst du mich jetzt. Ja, gut, das egal. Ist nicht so ganz mein Bereich. So. In anderen Adventures hätte man noch Paddeln gebraucht. Ja, Monkey Island. Siehst du, der ist mal praktisch. So, sehr schön. Was ist denn da? Ein Schildchen. Da steht, dass nur jemand von königlichem Blute das Schwert herausziehen kann. Ha, das bin jetzt wohl ich. Jaha! Damit kannst du das Baby ruhig stellen. Für immer. Ja. König wird dir danken. Du bist so gemein. Bin ich hallo? Gar nicht. Na, hallo, du bist... Ich bin die Nettigkeit in Person. Wenn ich schlafe. Du hättest Kindergärtner werden sollen. Nein. Das wäre nicht so ganz mein Beruf. So. Naja, wir müssen jetzt trotzdem zum Schloss zurück. Weil das Schwert brauchen wir für was anderes. Ich stell mir das auch witzig vor, wie du mit dieser Pressluftflasche das Kind ruhig stellst. Dann platzt das Kind. Hallo? Geht's dir noch gut? Mit so vielen Möglichkeiten. Wenn das ein Heliumballon wäre, würde das Kind auch ziemlich lustig klingen. Ich habe noch einen Luftballon. Kannst du damit auch irgendwas... Nee, ja, meine ich halt, wenn das ein Heliumballon wäre, du könntest dem Kind das Helium einatmen lassen. Dann hört sich bestimmt witzig an. So. Egal, wir müssen ins Schloss, denn gleich im Eingangsbereich, da war ja dieser kleine Junge, der Prinz, so, mit seinem Blasrohr, und das tauschen wir jetzt, weil er ja ein Schwert haben möchte, ganz einfach gegen sein Blasrohr ein. Wie wär's, wenn du dein Blasrohr gegen mein Schwert tauschst? Wow, hier, nehme er mein Blasrohr. Ich kann es kaum erwarten, bis ich meine große Schwester zu Gesicht bekomme. Ich hoffe, ich bin nicht für die Konsequenzen hier verantwortlich. Ach, was, Ivo. Genau, wir haben jetzt auch eine Erbse. Und selbstverständlich, wer das Märchen kennt, benutzen wir jetzt die Erbse mit dem Matratzen, weil die haben wir nicht wach bekommen, ne? Mhm. Boing. Welches Jahr haben wir? Wie kann die auf solchen Brüsten schlafen? Das frage ich mich auch. Okay. Ist es was multimed, ja? Multimedia? Keine Ahnung. Multimedia. Ich habe jetzt multimed, ja, gelesen. Es ist das Multimedia. Dann schlafe ich besser noch ein paar Jahrzehnte. Nimm bitte die Erbse raus, hörst du? Wie wär's, wenn ich ein bisschen vor dir unter die Decke krieche, Babe? Wie wär's, wenn du die Erbse rausnimmst und mich schlafen lässt? Alles zu seiner Zeit. Warum hast du mich überhaupt geweckt? Ich hätte jetzt von ihr irgendwas Bissigeres erwartet, aber naja. Hast du irgendeine Ahnung, wie man das Baby beruhigt? Versuch's hiermit. Und jetzt nimm bitte die Erbse heraus. Sicher. Jeha. So. Gute Nacht. Und weißt du, was das Doofe am Lolli ist? Dass der schon jahrzehntelang unter ihren Brüsten lag. Ja, das ist, kann man schön und blöd natürlich bezeichnen. Nee, dass das uns mit dem Baby überhaupt nichts bringt. Geil. Ja, ne? Pass auf. Hey, ich hätte ihn noch genommen. Scheiße, ich weiß gerade gar nicht, wo der liegt. Wahrscheinlich draußen. Auf dem Hof. Ich hoffe, er liegt auf dem Hof. Nimm dies, ja. Du Wurm. Ich kann das Ding kaum heben. Stirb langsam, du Bastard. So, kleine allgemeines Wissen-Frage. Was ist denn ein Bastard nach eigentlicher Bezeichnung, Domi? Ein
ein uneheliches Kind. Oh, okay, gut, du bist gut. Na gut. Nein, wir müssen nämlich jetzt hier wieder rein, zum letzten Mal. Uns nochmal als Max Sumpfling verkleidern. Und wieder? Ja, ja. Das kennen wir ja alle schon. Dass der Typ das nicht langsam schnallt. Ja, bei rausgehen, ich habe ja beim ersten Mal gesagt, ich bin ein Zauberer. Deswegen kann ich das. Und zwar sind nämlich zwei Kinderchen. Oh nee. Freund. Hi. Lass mich in Ruhe. Sterb doch endlich. Wem gehören denn diese kleinen Viecher in der Ecke? Geh und spiele mit Kindern, wenn du mögen. Ich so stolz bin auf sie. Was hast du seit dem letzten Spiel so gemacht? Langes Geschichte. Dann gib mir die Kurzfassung. Okidoki. Alles begann, als Sumpfling wurde gefangen von Zirkus. Sie mich sperrten in Zelt hinter Gitter. Leute kamen und über mich lachten. Sie mich nannten scheußlich und hässlich. Ich so viel hasste, dass ich davon lief. Auf Weg, ich traf wunderschöne Sumpfeline. Wir hierher kamen und ich machten Sumpfessen, um zu verdienen Geld. Sumpfessen wurde großes Hit hier. Dann Menschen kamen und änderten Rezept. Großvater Sumpfling sich im Grabe drehen, wenn er wüsste. Und hier jetzt Sumpfling ist. Ich nicht mehr kochen, nur noch Papierkram erledigen. Ich und ganzes Familie leben hier. Und ich dachte, mein Leben wäre öde. Ich jetzt arbeiten. Du dich gerne können umsehen. Du können spielen mit Kindern, wenn du möchtest. Na, wir tun jetzt mal hier den Zankapfel sozusagen reinwerfen. Hier, bitteschön. Kalisti, ihr kleinen Viecher. Hat euch eure Mami nicht verboten, Süßigkeiten von Fremden anzunehmen? Okay, der andere würde normalerweise an dem Lolli ziehen, weil er den auch mal schlecken möchte. So. Pervers. Wir haben jetzt ja gleich das erste Kapitel geschafft. Jeha. Denn wir müssen jetzt dann nur noch das Kind ruhig stellen und dann kommen wir endlich in die Schatzkammer. Da, wo wir das Bett voll finden. So. Ab geht's. Und ab geht's. Ah. 90er Jahre Techno. Du bist kein Gegner für mich. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ging es und ab geht's. Und dann wie Techno so geht, ne? So. Dann geben wir mal dieses, die vergiftete Milch an das Baby. Sehr schön. Das hält die Klappe. So, Herr König, wir haben unsere Aufgabe, unsere dedizierte Aufgabe erledigt. Nun lasset ihr uns doch in die Schatzkammer. Ich glaube, ich habe ihn heute genug gelangweilt. Gut. Musik ist cool. Gut. Pentagon. Du kannst dir nicht durch, Mann. Das ist Sperrgebiet hier. Hey, warte mal, du bist das? Müsste ich euch von irgendwoher kennen? Spiel nicht den Ahnungslosen, Kleiner. Du trägst die Schuld an den letzten 3 Jahren unseres Lebens. Wartet mal gerade. Nicht jeder hat das letzte Spiel gekauft, wisst ihr? Falls du es noch nicht weißt, dies sind die beiden Dämonen aus dem letzten Spiel. Ich habe ihnen damals einen Gefallen getan, indem ich sie zurück in die Hölle geschickt habe. Nun, nach ihrer unfreundlichen Begrüßung zu urteilen, ist dabei wohl irgendetwas nicht ganz planmäßig verlaufen. Ihr könnt fortfahren. Nicht ganz planmäßig ist eigentlich eine glatte Untertreibung. Untertreibung, ja. Die sind nackig. Ja. Ach, Schwätzchen, ich habe jetzt Schwänzchen gelesen. Oh mein Gott. Wird das wieder so eine Endlos-Diskussion? Glaub ja nicht, dass du so einfach davonkommst. Wir Dämonen glauben nämlich eigentlich an Rache. Rache, ja. Gut.
Nein, wir wollen mal hören, was passiert ist. Wie wär's mit vergeben und vergessen? Du musst das von nun unserem Standpunkt aus sehen. Wir haben 3 Jahre lang in dieser viertklassigen Stadt verbracht. Wir mussten eigentlich jede Arbeit annehmen, die wir angeboten bekamen. Welche Art? Welche Art von Arbeit? Bis vor ein paar Monaten waren wir noch die sonnenverbrannten Clowns. Clowns, boah, ey. Wir haben Kindergeburtstage geschmissen und so ein Zeug. Klingt ja aufregend. Sich Eiscreme über die Hose zu schütten und mit einer Pappnase herumzulaufen? Pappnase, boah, ey. Was für eine Hose. Das ist nicht sehr dämonenhaft, ne? Wir waren eigentlich das Gespött unserer ganzen Zunft. Und du allein trägst die Schuld daran. Ja, wie, warum? Wofür brauchen Dämonen Geld? Auch wir müssen manchmal etwas essen. Zusätzlich brauchen wir eigentlich Geld für unsere Kippen. Darum mussten wir, weißt du, arbeiten. Arbeiten, ja. Wer stellt 2 Verlierer wie euch ein? Der König zum Beispiel. Wir sind die königlichen Rausschmeißer. Rausschmeißer? Boah, ey. Eigentlich wird es jetzt auch Zeit, dich, du weißt schon, rauszuschmeißen. Rausschmeißen? Ja, ey. Ja. Oh. Super. Gut. Aber wir lassen uns doch nicht von diesen... Mache er nicht so einen Lärm. Gut, wir lassen uns doch nicht so einfach von so 2 lächerlichen Dämonen. Ohne Klamotten. Ohne Klamotten von so 2 nihilistischen. Schlecht. Möchte gern Bösewichten. Ja, ja. Da aufhalten. Deswegen benutzen wir jetzt mal dieses total schleimige Sumpfshake-Zeug mit dem Pentagramm. Auch wenn es nicht wirklich ein Pentagramm ist, oder? Bist du so eine Art Masochist, Kleiner? Oh, das dürfte an sich schmerzen. Oh. Harr. Ich komme immer noch nicht an ihnen vorbei. Trotzdem war es sehr befriedigend. So schaut's aus. Gut, wir kommen nicht an ihnen vorbei. Der Grund, warum wir das machen mussten, den erkläre ich gleich. Weil sie sich immer schon heimlich liebten. Ja, ich wollte diese Liebe vereinen. Ja, ich bin der Held der Geschichte, ja. Sodomie ist ja in der Hölle. Ich meine, das ist jetzt... Keine Ahnung. Das ist ja tagtägliches Geschäft, ne? Ja, eben. Für mein Stahlschurke. Oh, lech. Genau. Denn wer sich damals gefragt hat, warum ich bei dem Marktplatz diese Ballons hier ständig hingehängt habe, jetzt kommt die Antwort. Denn damit können wir jetzt nämlich durch das Fenster des Turmes fliegen, in die Schatzkammer rein. Und wenn ich die jetzt nicht verklebt hätte, dann hätten die mich vorher abgeschossen und ich wäre vor dem Turm quasi zu Boden gefallen. Und gestorben! Ja, dann wäre das Spiel gelöscht worden von der Festplatte. Und deine gesamte Festplatte. Nein, sie wäre in Luft aufgelöst worden. Sie durch eine Explosion. Implodiert. Ja. Ein Schaf. So. Schatzkammer. Was? Das nenne ich mal einen Haufen Geld. So, ich speichere jetzt aber. Wir haben, wie gesagt, das erste Kapitel fertig. Ich kann kein E mehr machen. Don. Gut. Auf geht's. Bett voll. Das muss das Zeug sein. Dieses Nuklearzeichen lässt es irgendwie fragen. Ach nicht. Ja, genau. Das ist. Pass auf, wenn ich diese Tür aufmache. Warte nur bis zum nächsten Spiel, Junge. Wir kommen wieder.
Wieder, ja. Versuch das nächste Mal unverklebt zu kommen. Ja. Das hätte auch voll zu ihm jetzt gepasst. Ja. wer weiß, die haben schon nichts weiter gemacht. Ja, ja, wer weiß, was die gerade machen. Verrückt. Wow, hast du gesehen, wie ich da rausgekommen bin? Was? Hast du gesehen, wie ich da rausgekommen bin? Jupp, ja, hoch. Bist hochgefallen. So. Dänemark? Hey! Hey, lass das! Einen Ballon hängt der, mit einem Vogel. Der wiegt aber sehr wenig. Das war mein Zahn. Wenigstens habe ich das Bett voll.